Mahlzeit, Freunde, hier ist wieder euer Excel. Willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal hier von der Zentrale, aus der Zentrale. Ja, wie ihr sehen könnt, also für die, die es noch nicht gesehen haben, ich habe jetzt hier noch ein Regal dran gestellt an mein anderes Regal, weil irgendwie gehen mir die Regale aus und ja, so ein 10-Euro-Regal aus Ikea oder so, eigentlich fürs Bad. Ist auch egal, das ist heute nicht das Thema. Das Thema ist heute Spielsucht. Ja, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, beziehungsweise es war ja medial gesehen, war es ja vor ein paar Monaten ein sehr, sehr großes Thema, weil, ne, ihr wisst alle, Monte, Glücksspiel, Lapalingo, Online-Casinos, ja, es war wirklich ein sehr, sehr kritisches Thema in der Öffentlichkeit vor, ich weiß gar nicht, 2, 3, 4 Monaten. Und ich habe zu dem Thema damals was gesagt während meines Livestreams. Und ja, es ist halt leider wieder angebracht, über das Thema was zu sagen, weil ich jetzt in meinem näheren Umfeld damit wieder konfrontiert werde. Und ja, das tut mir einfach weh. So, das tut mir im Herzen, tut mir das ein bisschen weh. Und deswegen muss ich einfach meinen Frust heute hier rauslassen, weil ja, ich muss einfach darüber sprechen. Ja, ich habe einen guten Freund, der heißt Emre. Viele von euch werden ihn kennen. Er streamt auf Twitch, wir spielen oft zusammen, wir streamen oft zusammen. Also in letzter Zeit nicht mehr so oft, ja. Der ist leider in die Online-Spielsucht verfallen. Ja, er sagt zwar dauernd, er ist nicht süchtig, aber man merkt halt wirklich so, ich bin ja selber spielsüchtig gewesen. Also für die Leute, die es nicht wissen, ich habe darüber schon sehr oft gesprochen. Ich werde darauf kurz eingehen und werde euch das mal erklären, wie es bei mir damals war. Damit ihr euch vielleicht ein Bild davon machen könnt, warum das Thema für mich so ein Dorn im Auge ist. Und warum ich mir, ja, normalerweise, ne, ja, würde ich jetzt alles sagen, wo Excel mischt sich doch nicht bei dem einen, das ist sein Leben. Ich will mich auch gar nicht einmischen und ich will ihm das auch nicht verbieten. Ich finde es einfach schade und ich möchte darauf aufmerksam machen, auch für andere Menschen, gerade weil ich eine junge Zielgruppe habe. Ne? Ich kenne zum Beispiel Leute, die haben sich online bei Online-Casinos angemeldet, die waren nicht mal 18. Und ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass jede Online-Casino-Seite ne, solche Machenschaften treibt, aber es gibt schon einige, wo du dich ohne Probleme als 16-, 17-Jähriger anmelden kannst. Und Gewinne einfach über PayPal auszahlen lassen kannst und mit PayPal auch Geld aufladen kannst. Und ich finde einfach, ich sollte mit euch über dieses Thema sprechen, um euch mal so ein bisschen zu erklären, was Spielsucht eigentlich ist und was es auslöst und was dadurch alles kaputt gehen kann. Weil es ist wirklich, das fickt dein Leben wie jede andere Sucht auch. Jede Sucht ist auf ihre eigene Art und Weise schädlich für dein Leben. Ja, gut, ich habe Fettsucht, das ist auch schädlich für mein Leben. Ja, ich habe ein verfettetes Fettherz, ich habe wahrscheinlich auch eine Fettleber. Ja, also, ihr wisst, was ich meine, ja. Und zwar war das bei mir folgendermaßen damals. Ich war in der Ausbildung, bin frisch 18 geworden und wie das dann halt so ist im Freundeskreis, die werden alle 18, weil man sich natürlich auch schon vorher getroffen hat. Man war in derselben Altersklasse, in derselben Altersgruppe. Man hat eigentlich auch sehr ähnliche Interessen, weil man verbringt sehr viel Zeit in der Freizeit. Man trifft sich draußen. Und ich hatte so einen Bekanntenkreis, wo die Volljährigkeit eine sehr große Rolle gespielt hat. Man hat den Führerschein gemacht, man ist zusammen das erste Mal Auto gefahren, man ist zusammen das erste Mal auf irgendwelche Tuning-Treffen gefahren, man war zusammen im Puff. Man hat zusammen irgendeine osteuropäische Slab weggeflext, ja, also solche Sachen halt, ne, Standard. Und das Thema Spielothek war damals auch ein sehr, sehr großes Thema. Ja, einige haben die Kurve bekommen. Ich kenne heute mindestens noch 2 Leute, die noch regelmäßig spielen gehen. Und mich hat das damals richtig in ein Loch reingebracht. Ich war richtig in einem Loch drin. Ich war damals in der Ausbildung. Das war mein 3. Lehrjahr als Elektroniker für Betriebstechnik in der BASF in Ludwigshafen. Und es hat ganz schön reingefickt finanziell. Ich war damals mit 18 nicht ausgezogen von zu Hause. Hatte meine eigene Wohnung, die ich zu bezahlen hatte. Ich hatte sehr, sehr wenig Geld. Ich war noch in der Ausbildung. Ich habe mein erstes Auto gehabt. Das war ein Ford Focus MK1, 1,6 Liter Maschine. Der hat nicht viel geschluckt, aber so ein voller Tank, da waren auch 60, 70 Euro weg.
Und das ist sehr viel Geld gewesen für jemanden, der 600 Euro im Monat verdient, wobei 600 Euro natürlich für eine Ausbildung auch schon saugut sind. Aber jetzt überleg mal, du musst deine Wohnung finanzieren, du musst deinen Einkauf finanzieren, du hast Hobbys, du möchtest weg, du möchtest Auto fahren, du möchtest einfach Dinge erleben. Du möchtest immer den neuesten Schnickschnack haben, Spiele, Konsolen, etc. Ihr wisst ja, ihr kennt es ja alle. Ja, ihr kennt es alle. Und dann hat die Spielsucht angefangen. Zuerst war es immer nur ein bisschen so, ne? Mal ein Zwanni in der Merkur oder auch mal einen Fuffi oder sowas, wenn man sich gedacht hat, boah, geil, heute geht was, schön gemütlich mit den Jungs in die Spielothek, ne? Schön dabei rauchen, schön gratis Kaffee bekommen, vielleicht ab und zu mal ein Beefy snacken oder ein Knoppers, weil es ist halt alles gratis da, ne? Du drückst einen Knopf, dann kommen die vorbei und bringen dir alles. Und damit hat es bei mir damals angefangen. Dieses Kribbeln, dieses Spannende, dieses, ich werf Geld rein, vielleicht kann ich was gewinnen und hab mehr Geld daraus, ja, aber im Vordergrund stand für mich halt nur wirklich am Anfang der Spaß, mit anderen Menschen in die Spielothek zu gehen, Zeit zu verbringen. Und ja, ich habe immer Double Triple Chance gespielt, irgendwann kam dann Triple Triple Chance, immer auf Vollbild geschwitzt und den Kuchen ausgefüllt, ja. Waren schon krasse Zeiten und irgendwann hat sich das bei mir halt so eingeprägt, dass ich jeden Cent, den ich hatte, den ich in meinem Geldbeutel hatte, den ich nicht auf lange Dauer hinweg irgendwo eingeplant hatte, also lange Dauer meine ich jetzt so einen Tag, 2 Tage, also alles, was ich immer im Geldbeutel bei mir hatte, ist immer in den Automat gewandert. Und das Ganze war halt irgendwann so schlimm, dass ich wirklich vor dem Nichts stand irgendwann. Ich war damals mit Vanessa zusammen, Vanessa musste mir regelmäßig Geld leihen zum Tanken und zum Tanken. Ich habe immer gesagt, ey, ich muss tanken, wie sieht's aus, kann mir jemand was leihen? Und dann bin ich damit in die Spielung gegangen. Das ist dann irgendwann so krass gewesen, dass ich irgendwann angefangen habe, meine privaten Dinge zu verkaufen. Selbst Dinge, die ich gebraucht habe, habe ich verkauft damals, um Geld aufzutreiben. Habe mir bei meinen Eltern Geld geliehen. Ja, ich habe ein paar illegale Dinge gemacht, über die ich auch schon im Stream gesprochen habe, die ich jetzt halt ungern hier preisgeben würde, weil zum einen sind die Sachen nicht verjährt, zum anderen ist natürlich auch so eine Sache der Scham. Und ja, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr schlimme Dinge gemacht. Ich habe sehr viele Menschen damals enttäuscht, um meine Spielsucht zu befriedigen. Und sehr viele haben sich von mir abgewendet oder abgewandt oder wie auch immer man das nennt. Ja, ich habe nur eine 3 in Deutsch gehabt. Grüße gehen raus an Frau Kobe. Ja, es war schon eine sehr, sehr schwere Zeit. Zum Glück konnte ich meine Miete immer bezahlen. Ich hatte einen Dauerauftrag, aber mein Konto war regelmäßig im Minus. Ich hatte am 5. im Monat kein Geld mehr. Ich habe den einen oder anderen Mist gebaut, um an Geld zu kommen. Ich habe bei meinem Vater in der Garage habe ich Dinge genommen und habe die einfach weiterverkauft. War ein richtig ehrenloses Kind für meine Eltern und habe auch bei meinen Eltern regelmäßig um Geld gebettelt und geschnorrt. Habe jedes Mal gesagt, ja, das ist dafür und das ist dafür. Obwohl es im Endeffekt direkt in den Automat ging. Ich habe meine Spiele verkauft, ich habe meine Konsolen verkauft. Ich habe bei eBay Spiele billig eingekauft, um sie dann teurer weiterzuverkaufen, sonntags auf dem Flohmarkt. Ich habe schon wirklich sehr, sehr viel Energie da reingesteckt, um regelmäßig Geld für die Spiele zu haben. Ja, ich habe mich auf der Arbeit, bin ich früher gegangen, habe gesagt, mir geht's nicht gut, damit ich in die Spiele konnte. Ich habe mich krank gemeldet, damit ich in die Spiele konnte. Ja. Klar, man geht jetzt nicht 8 Stunden am Tag zocken, außer du hast halt einen Lauf und verzockst dann alles. Wenn du jetzt ein 300-Euro-Bild bekommst und verzockst es dann im Nachhinein, dann sitzt du schon mal so deine 3 Stunden in der Spielo. Aber bei mir war es dann halt immer so, dass ich alles, was ich hatte, in den Automat geworfen habe und letztendlich ist daran auch damals die Beziehung zu Vanessa kaputt gegangen, weil ich wirklich sehr viel Scheiße gebaut habe. Dann bin ich aus der Wohnung geflogen, habe ungefähr 1 bis 2 Monate im Auto gelebt, da ab und zu mal beim Kumpel gepennt, im Keller auf der Couch. Ja, Grüße gehen raus an Carsten. Ja, wir haben zwar keinen Kontakt mehr, aber der war immer für mich da, wenn sowas war. Und ja, irgendwann bin ich dann durch die Arbeit, durch meinen Ausbilder damals in der BASF, bin ich damals in das christliche Jugenddorf, weil wie das heißt, gekommen. CJD Ludwigshafen-Friesenheim, irgendwas. Das ist so eine betreute Unterkunft für zum Beispiel junge Jugendliche, die einen Arbeitsplatz haben in der Pfalz, aber die eigentlich ganz woanders wohnen. Die wohnen dann blockweise dort. Oder natürlich werden dann auch Leute aufgenommen, die halt aus einem nicht so guten Elternhaus kommen,
die zu Hause Probleme haben, sich nicht auf ihre Ausbildung konzentrieren können. Oder auch Jugendliche, die halt komplett frei drin zu Hause, wo halt wirklich die letzte Anlaufstelle so ein betreutes Wohnen ist. Da habe ich dann gewohnt, ein bisschen. Und ich verstehe wirklich Jugendliche, die lieber auf der Straße wohnen, als in solchen Jugendeinrichtungen. Ich habe mich zum Beispiel am Alexanderplatz in Berlin, kam ein junger Mensch auf mich zu, ein junger Obdachloser. Wir haben eine geraucht zusammen, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Der kannte mich, der hat auch gesagt: Hey, wenn ich Akku habe im Handy und im Internetcafé irgendwo bin und WLAN habe, dann suchte ich deine Videos. Ich finde dich voll sympathisch, wir haben halt ein bisschen gesprochen. Der hat mir das auch gesagt. So. Klar, ich konnte das nicht so richtig mitfühlen, weil in Berlin obdachlos zu sein, ist, glaube ich, nicht so einfach, wie wenn du hier auf dem Land bist oder ja, in der Pfalz oder sonst wo, weil Berlin ist schon ein hartes Pflaster. Da wohnen so viele Menschen. Er hat auch gesagt, er ist lieber draußen mit seinen Jungs, die ihn den Rücken stärken und nachts abwechselnd Wache schieben, als dass er da mit irgendwelchen fremden Leuten in irgendeinem Heim wohnt, zu fünft in einem Zimmer und die ziehen ihm alle Sachen ab. Und das konnte ich so ein bisschen mitverstehen. Wir hatten einen Kühlschrank im Zimmer, wir waren zu dritt. Ich hatte damals meinen ganzen Scheiß, den ich noch hatte, habe ich im Auto gebunkert. Ich habe im Auto gelebt. Meine Arbeitskollegen, die haben mir jeden Abend Salzstangen und Wasser ins Auto gebracht, weil ich vor der Firma geparkt hatte. Ich habe in der Firma geduscht, habe mich umgezogen, ich habe gelebt wie ein Assi, ja, ich lebe immer noch wie ein Assi, aber ich habe richtig, ja, ihr wisst, was ich meine, so abends mal immer abgecheckt, ja, bei wem geht was, bei wem kann man hin, weil man einfach nicht im Auto chillen wollte, alleine. Und die Jungs in dem betreuten Wohnen, die, ja, haben sich an meinen Sachen bedient, Dinge von mir benutzt, ohne zu fragen. Ja, Sachen aus dem Kühlschrank genommen. Wenn man dann mal Geld hatte, um irgendwas zu kaufen, sei es irgendein Fruchtjoghurt, mit dem man sich belohnt hat, der war dann auch weg. Ja, und dann habe ich mich irgendwann meinen Eltern ausgesprochen und habe denen halt so ein bisschen die Thematik erklärt. Ja, und die haben auch sehr viel Verständnis gehabt. Und dann war ich wieder bei meinen Eltern für ein paar Monate und dann bin ich hier in die Wohnung eingezogen, als meine Ausbildung fertig war und ich dann meinen ersten richtigen Job hatte nach der Ausbildung. Und Spielothek war für mich gar kein Thema mehr. Ja, ich habe mir sogar Hilfe genommen gehabt zwischenzeitlich bei der Caritas in Ludwigshafen. Das war ein ganz doofer Zufall. Da kam so ein alter Mann, kam zu uns. Wir standen immer vor der Schule auf dem Parkplatz mit unseren Autos, haben Musik gehört. Und irgendwann kam so ein alter Mann vorbei, der hat mit uns gesprochen, so, ja, Jugendliche, er arbeitet mit Jugendlichen und so Street Art oder sowas, oder Streetworker. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Und der hat uns Sachen, so Blätter mitgegeben und sowas. Und irgendwann habe ich mich dem halt anvertraut und habe mit ihm darüber gesprochen. Und der Fehler war halt, dass er wusste, wo ich wohne, weil ich meine Adresse auf das Blatt geschrieben hatte. Und ich habe die Adresse meiner Eltern angegeben. Und irgendwann stand er halt vor der Haustür meiner Eltern, wollte mit denen Kaffee trinken und mit denen darüber sprechen. Und er wusste nicht, dass ich noch nicht davon erzählt hatte zu Hause. Und ich konnte mich da halt ein bisschen rausreden und so. Ja, ich habe mir sehr viel Hilfe geholt, aber es hat halt leider nichts gebracht. Ihr wisst ja, wie das ist, ja? Die Leute labern, labern, labern auf euch ein und im Endeffekt denkt ihr nur, ey, ist mein Leben, leb einen Tag in meinem Leben und du wirst untergehen. Ja, ich mache das, was ich für richtig halte und ich bin einfach ein Sturkopf und irgendwann hat es einfach Klick gemacht, weil Vanessa damals gesagt hatte, du musst damit aufhören, du musst was ändern, sonst bin ich weg und du gehst kaputt daran. Ja, und irgendwann, von heute auf morgen, nach der ganzen Scheiße, die ich durchgemacht habe, habe ich wirklich von heute auf morgen ganz aufgehört. Ich habe komplett aufgehört mit Spielothek. Ich habe nie wieder, gut, ab und zu, wenn man an der Raststätte ist oder sowas, wirft man einen Zehner rein. Aber ich habe eine sehr, sehr lange Zeit lang Spielautomaten, Spielotheken, Online-Casinos, ich habe jegliche Art von Glücksspiel gemieden, weil die Anfangszeit, wenn du aufhörst, die ist sehr, sehr schwer. Die ist wirklich sehr, sehr schwer. Das ist genauso eine Sache mit dem Alkohol. Ich habe meinen letzten harten Alkohol letztes Jahr im Oktober, November getrunken. An Silvester habe ich 10 Bier getrunken. Und da haben die Leute auch gesagt: Boah, Axel, du bist alkoholkrank. Du bist alkoholkrank. Die Leute haben sich Sorgen gemacht. Ich verstehe das. Aber jeder hat gesagt: Axel, du bist alkoholkrank. Du brauchst professionelle Hilfe. Ich bin ein Mensch. Wenn ich professionelle Hilfe angeboten bekomme, versuche ich das anzunehmen und auch umzusetzen. Aber manchmal muss wirklich erst richtige Scheiße mit dir passieren, bis es bei dir oben Klick macht. Und da kann dir niemand bei helfen. Da kann dir keiner helfen, der vielleicht komplett in dem Gebiet ausgebildet ist und schon etliche Menschen geheilt hat. Wenn du so ein Mensch bist, der aus seinen eigenen Fehlern lernen muss, dann musst du aus deinen eigenen Fehlern lernen, bis es bei dir oben Klick macht.
Und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und dann, ja, jetzt, wenn ich jetzt sowas sehe, ja, dass Menschen, die eigentlich nichts haben, ja, noch bei ihren Eltern wohnen, keine Arbeit haben, beziehungsweise kein eigenes Geld verdienen oder kein richtiges Geld verdienen und wirklich Gelder nehmen, um ihre Spielsucht zu befriedigen, die sie abtun als, ja, ich bin nicht spielsüchtig, dann ist das für mich ein Zeichen, weil ich diese ganzen Phasen selbst durchlebt habe, dann ist das für mich ein Zeichen von, hey, der ist schon ein bisschen süchtig. Der ist jetzt nicht so krass süchtig, dass er sich alles zusammenpopelt und poolt und irgendwelche Leute abzieht oder irgendwelche krummen Dinge macht, aber es fängt schon an. Es ist schon in diesem Vorstadium. Und das darf mir der Emre auch nicht böse nehmen. Wirklich, ich habe schon so oft mit ihm gesprochen und habe ihm das erklärt, wie es mir damals ging, wie ich gelebt habe, wie ich in dem Auto geschlafen habe, wie meine Arbeitskollegen rausgefunden haben, dass ich obdachlos war, dass ich im Auto gewohnt habe, dass meine Klamotten in Müllsäcke waren. Ich habe meine Küche damals verschenkt, weil ich aus der Wohnung raus musste. Ich habe alles damals entweder verkauft, um meine Sucht zu befriedigen, oder ich habe es einfach verschenkt. Ich habe damals im Auto gelebt und ich sag euch Leute, als meine Arbeitskollegen, mit denen ich jeden Tag in der Werkstatt zusammengearbeitet habe, als die damals rausgefunden haben, dass ich im Auto wohne und die mir abends Salzstangen vorbeigebracht haben und eine mit mir geraucht haben, damit ich nicht so alleine bin, ich war auf der einen Seite sehr, sehr dankbar dafür, aber auf der anderen Seite war es mir einfach nur total unangenehm. Es ist unangenehm, wenn deine Kollegen dich sehen, ja, wenn du dich in der Firma duschen musst, ja, nach Feierabend. Da war ich duschen. Da habe ich mir Duschgel von meinen Arbeitskollegen, die hatten immer ihre Duschflaschen in der Dusche stehen, wenn die mal auf Montage waren oder sowas, dass die sich halt nach der Arbeit das Öl wegduschen können. Ich musste Duschgel klauen von denen, weil ich nichts hatte. Und ich versuche das Emre irgendwie klarzumachen, dass der Weg, den er jetzt eingeschlagen hat, dass ihn dieser Weg einfach nicht weiterbringt. Es sagt ja niemand was, wenn man mal einen Zehner oder sowas mit Kumpels oder sonst was, ja. Aber gerade Online-Casino ist so eine große Bedrohung heutzutage, weil die schießen aus den Löchern raus. Die schießen aus den Löchern raus. Du hast ja kein richtiges Gerät mehr vor dir. Du hast keinen physischen Bezug. Du siehst nicht, du siehst es schon, du zahlst da auch ein. Aber du hast das Geld nicht in der Hand. Du siehst nicht, wie das Geld in den Automat verschwindet. Du hast das nicht einfach in der Tasche und siehst nicht, wie das ist. Mit deinen eigenen Augen. Du hast es nicht da. Du hast es nicht greifbar. Und ich finde persönlich, ich habe ja auch PayPal, ne? Ich streame ja auch sehr viel. Viele Menschen spenden mir und unterstützen mich. Und ich weiß, wie das ist, wenn du Dinge mit PayPal kaufst. Ich kaufe sehr, sehr viel. Ich kaufe sehr viel Equipment. Ich kaufe sehr viel privat. Und das Geld ist, wenn du es online ausgibst, gefühlt 100-mal schneller weg, als wenn du den Schein in deiner Hand hast. Das ist genauso wie mit Karte bezahlen. Deswegen, ich kenne Leute, die bezahlen nie mit Karte, weil die dann den Bezug, die Realität zu dem Geld verlieren, wie viel Geld das eigentlich ist. Ja, und gerade in der heutigen Zeit, wo alles online abspielt, wo alles medial wird, ist das eine richtig große Gefahr, in dieses dunkle Loch abzustürzen und einfach in diese Richtung einzulenken. Und die Chance da ist, dass du alles verlierst wegen so einem Scheiß. Und ich versuche es ihm dauernd zu sagen und zu erklären, aber er will einfach nicht hören. Und ich musste jetzt einfach über dieses Thema mit euch sprechen. Ich musste einfach darüber sprechen. Und Emre, ich weiß, du wirst das Video sehen. Und mir ist auch egal, ob du mir das jetzt krumm nimmst oder nicht. Ja, vielleicht könnt ihr dem Emre ja mal die Augen öffnen. Ihr wisst, wen ich meine. PPLP. Wir waren oft genug bei ihm drüben im Stream. Er streamt ja auch Casino. Er streamt nicht Casino, weil, keine Ahnung, weil das Wetter so schön draußen ist. Er streamt Casino, weil viele Leute bei ihm das möchten. Die möchten das von ihm sehen. Die geilen sich daran auf, wenn er Geld verliert. Online, live. Ja, und keine Ahnung. Ich werde euch einen Link unten reinmachen. Lasst ihm mal ein paar nette Worte oder sowas da. Ja, damit er mal sieht, dass er auch nett ist und unterhalten und sympathisch, wenn er nicht die ganze Zeit die Scheiß-Slot-Maschine anhat, ja? Nee, ich krieg da einfach Wut. Ich krieg da einfach Wut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Das sind jetzt fast 20 Minuten Video. Ich werde hier wahrscheinlich schon nichts schneiden, weil braucht kein Mensch. Wenn euch das interessiert, dann guckt es euch eh bis zum Ende an. Wenn es nicht interessiert, der soll einfach bei Minute 2 ausschalten. Das ist ein wichtiges Thema und ich bin froh, darüber mit euch gesprochen zu haben, weil ich der Meinung bin, dass ich die richtige Zielgruppe erreiche. Freunde, passt auf. Macht keinen Scheiß, ja. Euer Excel, ich küsse euren Intimbereich, Alter. Ja, richtig schön.